So, herzlich willkommen zurück. Wir begeben uns heute in Kankras Lauer auf den Pass von Kirit Ungol, um Frodo und Sam heil durch die Höhle zu bringen. Frodo Beutlin ist in Kankras Reich verschwunden. Nun muss ihn sein treuer Freund Sam finden, damit die beiden ihre Reise fortsetzen und Mittelerde vor der Unterwerfung durch Sauron bewahren können. Genau. Eilt euch! Kommt, eilt euch! Dummer, fetter Hobbit! Herr Frodo! Sucht Frodo in Kankras Reich. Sam, befreit die gefangenen Soldaten mit eurem Schwert. Okay, also, wir spielen jetzt erstmal nur Sam, der Frodo finden muss. Wie werden wir diese Kerle nur los? Wir sind also schon ein Stück weiter. Also Frodo wurde schon verschleppt. Ich muss ihn retten. Hilfe! Und wir holen uns hier ein paar Gehilfen, damit wir nicht ganz alleine hier ich dachte, das würde ich nicht überleben. Durchgehen müssen. Bitte, Herr Hobbit, helft mir, meine Kameraden zu finden. Ich muss wissen, ob sie noch leben. Samwise lässt dich nicht im Stich. Genau. Samwise lässt dich nicht im Stich. Weiter! Also gut. Mal schauen, ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt in die richtige Richtung laufe, ob ich irgendwas auslasse. Ah, da ist schon der Nächste. Hier auch. Okay, gut. Lass mich nicht hier! Nein, nein. Keine Sorge. Wir versuchen euch alle zu holen. Sie werden diesen Tag verfluchen. Samwise lässt dich nicht im Stich. Denn wir können jeden Einzelnen von euch gebrauchen. Da ist noch einer. Los jetzt. Wir können hier kein Nickerchen machen. Und Kankras Brut ist natürlich nicht so begeistert, dass wir hier ihre ganzen Snacks befreien. Gut, schauen, ob hier noch jemand liegt, aber nein. Hier lang. Gut. Ah, da ist noch ein Schatz, den brauchen wir auf jeden Fall. So viel weiß ich noch. Hilfe! Ah, wir haben auch schon ein paar Bogenschützen, das ist ganz gut. Sehr schön, sehr schön. Komm schon, Samwise. Du darfst Herrn Frodo nicht im Stich lassen. Also gut. Gut, gut, gut. Hier sind wieder ein paar. Haltet aus! Ich muss mir einen Weg bahnen. Lass mich hier nicht zurück! Da ist noch einer. Komm schon, Samwise. Gut, dass Kankras Brut nicht so stark ist wie sie. Weil, wenn ich mich recht erinnere, ich habe ja viel auch gelesen über Tolkiens Welt, dann ist Kankra ja ein... Ich weiß nicht mehr, wie ihre Mutter hieß. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich mächtige Spinne. Und, Kankra ist dann irgendwie geflohen aus einem Krieg. Weiter, weiter. Und hat sich dann hier verkrochen. Schneller. Aber ihre Brut, also ihre Nachkommen, wurden nie so stark wie sie. Das war alles eher so, ja, minderwertiges. Oder wie soll man das nennen, ohne es böse klingen zu lassen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Schneller! Ja. Nicht so stark geworden wie die Mutter.
Schneller! Halt durch, Herr Frodo! Ich komme! Ui, ach du Schneller, Samwise! Schneller! Nee, geh mal weg! Weiter! Weiter! Troll? Ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust auf einen Troll habe. Geh weg! Okay, der geht nicht weg. Dann müssen wir ihn wohl. Oh. Okay, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Sind wir nur noch zu zweit? Alles umsonst gewesen. Hoffentlich ist da nicht noch einer. Ich bin schon da. Gut, da ist auf jeden Fall ein Gefangener. Lass mich runter! Noch einer. Haltet aus! Bitte, schneidet mich los! Gut, also der Troll hat uns jetzt natürlich ganz schön los jetzt. Wir können hier kein zugesetzt. Schnell. Und ich weiß nicht mal, ob ich hier aufpassen. Einigermaßen richtig bin. Schnell! Du bist verrückt, Samwise Gamgee. Und das weißt du auch. Immerhin ist Sam schon auf Level 7. Das ist gar nicht so schlecht. Kann der schon ein bisschen austeilen. Ah ja. Wir müssen aufpassen. Hier oben noch. Holt mich runter! Ich hänge fest! Muss sie durchschneiden. So. Wieder eine Spinne. Mein Gott. Gar nicht mitgekriegt. Wir können hier kein Nickerchen machen. Schätze, hier sind noch einige Schätze versteckt. Schneller. Aber wir die alle finden werden, schnell, auf Anhieb. Also gut. Waren wir hier nicht schon? Doch, ne? Ja, also okay. Gut. Ja, hier fing ja alles irgendwie an. Hierher. Dann schneller. Müssen wir jetzt wohl hier rechts. Komm schon. Nehme ich mal an. Muss sie durchschneiden. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, hier sind noch ein paar. Holt mich runter. Muss sie durchschneiden. Bogenschützen beschützen uns zum Glück von hinten. Ich muss ihn retten. Und hier sitzen noch einige. Das ist gut, die können wir gut gebrauchen. Bitte schneidet nicht los! Da ist noch einer. Gut, wenn jetzt nicht nochmal ein Troll kommt, dann weiter, weiter. Bin ich schon ganz zufrieden. Frage ist jetzt, wo geht's jetzt lang? Hier lang oder da lang oder geht's hier im Kreis? Vorsichtig, sonst sehen sie uns. Ich kann mich nicht bewegen! Ich muss ihn retten. Holt mich runter! Ja, ja, machen wir doch. Los jetzt! So. Wir können hier kein Nickerchen machen. Oh, Gollum. Kleiner Bastard. Ist dieser Weg sicher? Du bist verrückt, Samwise Gamgee. Mal sehen, ob die Bogenschützen ihn erreichen. Nicht. Haltet auf! Ich komme! Da ist noch einer. Glaube, hier geht's jetzt gleich raus. Wenn ich mich recht erinnere. Aber waren wir hier jetzt schon überall? Ich glaube nicht. Komm schon! Gehen wir da nochmal hin. Ich glaube nämlich, hier unten war der Ausgang. Da möchte ich lieber hier vorher alles soweit erledigt haben. Ich sehe schon, ich habe auch schon wieder 6 Fähigkeitenpunkte. Da muss ich dann auch gleich nochmal schauen, ob ich da noch irgendwas holen kann, was mir hilft. Oder ob ich da noch sparen musste. Ich glaube fast, die nächsten Fähigkeiten kamen erst ab 8 oder so, ne? So, mal schauen, was hier oben noch ist. Ich bin schon da. Ja,
noch ein paar Spinnen und ein paar Schätze. Ein paar mehr Schätze, das ist ganz gut. Oh, und Orks. Wir müssen aufpassen. Ruhig jetzt. Na komm. Soldaten, bereit machen. Okay, Bogenschützen. Müsste das ja. Sind das die Bogenschützen? Nee, das sind natürlich nicht die Bogenschützen. Das sind die Bogenschützen. Jetzt, Männer, jetzt! Genau, kümmert ihr euch mal um die. Jetzt, Männer, jetzt! Pfeile! Praktisch. Bogenschützen sind schon praktisch. Pfeile! Ja, sehr gut. Du darfst Herrn Frodo nicht im Stich lassen. Okay, dann haben wir jetzt 7.650 Rohstoffe. Mehr gibt es jetzt scheinbar gerade nicht. Es sei denn, hier unten ist halt noch was. Kurz vor dem Ausgang. Da müssen wir gleich mal schauen, weil in diesem Bereich hier unten waren wir noch nicht. Da könnte auch noch ein bisschen was versteckt sein. Dann müssen wir hier raus und vorne ein Lager errichten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr genau, wo Kankra auf uns lauert. Weil die ist hier, glaube ich, auch noch irgendwo. Wahrscheinlich hat Gollum sie jetzt schon aktiviert oder sowas. Vorsichtig! Sonst sehen sie uns. Wir müssen aufpassen. Ja, genau. Oh, da ist sie. Scheiße. Ja! Ah, sie flüchtet. Okay. Oder auch nicht. Das ist unsere Chance. Macht schneller! Bringen wir sie! Nein, nicht weglaufen. Gut, dass sie sich auf. Oh nein, oh nein. Sam darf ja nicht sterben, da war ja was. Ich bin verwundet! Was, schon wieder? Scheiße, Scheiße. Geh mal weg. Weiter! Also gut. Wir müssen diesen Vorposten zerstören, damit wir uns errichten können. Bringen wir es hinter uns. Oh nein, Kankra kommt, ich sehe sie. Wir werden diesen Tag verfluchen. Geh du mal hier rüber. Oh, da kommen noch mehr. Wir müssen aufpassen. Nicht gut. Mir nach. Aber er heilt sich zum Glück recht schnell. Stinkende Bestie. Bleibt wachsam. Ja, mach sie mal fertig hier. Ich lass dich nicht im Stich. Oh Mann. Ja. Weiter. Haben wir sie? Oh, wir haben sie erledigt. Okay. Verlass dich auf mich. Dann können wir das jetzt schon mal hier bauen. Verlass dich auf mich. Aber was bauen... Achso, hier hinten ist ja auch noch... Kommt schon! Was bauen wir jetzt hier am besten? Also... Ich würde mal sagen... wir bauen erstmal hier zwei Schmieden, um Rohstoffe zu kriegen. Eigentlich brauchen wir auch noch einen Brunnen. Weil wir brauchen auch Soldaten. Ja, machen wir es erstmal so. Geht jetzt nicht anders. Verlass dich auf mich. Geht jetzt nicht anders. Schneller! Gut, jetzt schauen wir hier nochmal in den Tunneln, ob da noch Schätze liegen. Solange können die hier schon mal ein bisschen produzieren. Noch haben wir ja 7000 Rohstoffe. Schneller, Samwise! Schneller! Huch!
Okay, also Kankra ist schon mal erledigt. Komm schon. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Soldaten finden und ein paar Schätze. Und vielleicht, ob wir Gollum noch schnappen können. Weiter, weiter. Kankra hat scheinbar nur Schätze gehabt, keine Gefangenen mehr. Schade. Schneller! Aber immerhin. Immerhin noch ein paar Schätze. Vorsicht! Oh, ja, doch, hier sind noch welche. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Muss sie durchschneiden. Achso, er braucht sein Messer. Ich muss ihn retten. Sein Schwert. Sie werden diesen Tag verfluchen. Aber wir sehen da noch richtig viele. Das ist ja echt gut. Haltet aus! Ich muss mir einen Weg bahnen. Ich helfe euch. Sehr schön. Aber ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das mal an hier. Ich kann mich erinnern an diese Mission und ich kann mich erinnern, wenn ich es nicht auf schwer, also nicht auf schwer gespielt hatte, wie letztes Mal, war hier nicht so viel los. Aber was soll man machen? Komm schon, Samwise. Du darfst Herrn Frodo nicht im Stich lassen. Genau. Wir dürfen Herrn Frodo nicht im Stich lassen und von daher müssen wir das jetzt mal in Angriff nehmen. Ah, da ist noch einer. Sehr gut. Ich muss ihn retten. Sehr gut. Aber Rohstoff haben wir ganz gut gefunden jetzt. Also, das ist gar nicht schlecht. Die sammeln wir mal hier hinten erstmal. Und jetzt mal raus hier. Oder lieber da vorne hin. Gut. Also, die Höhlen sind gesäubert. Mal schauen, was steht denn hier noch. Suche Frodo, Sam darf nicht sterben. Seine Kameraden haben wir gefunden. Den Vorposten. Achso, da meinen die den anderen Vorposten da oben wahrscheinlich. Alle gefangenen Einheiten haben wir gefunden. Das ist ja schon mal gut. Und alle Schätze gut zu wissen. Wir haben die Viola einmal benutzt. Das war Zufall, dass wir den Bonus erledigt haben. Aber dass wir das hier alles gefunden haben, ist gut zu wissen. Dann suchen wir da nicht mehr unnütz rum. Und können uns jetzt hier auf das Eigentliche hier konzentrieren, was schwer genug sein wird. Okay. Was ist hier? Das ist ein Soldat. Soldaten stellen wir mal nach vorne. Und ihr seid die Bogenschützen. Ihr kommt hier hin. Jetzt wird das mal ein bisschen im Überblick haben. Okay, können wir hier auch schon irgendwas? Nee, das muss auf Stufe 2 sein. Dauert noch einen kleinen Augenblick. Hier dauert es auch noch ein bisschen, bis die Feuerpfeile verfügbar sind. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Auch wenn diese Mission jetzt schon wieder 20 Minuten läuft. Das Labyrinth haben wir hinter uns. Jetzt kann ich hier nochmal schauen. Nee, genau. Das hatte ich richtig in Erinnerung. Die nächsten Fähigkeiten sind erst ab 8. Und das dauert noch einen Moment. Aber dann könnten wir uns elbische Bogenschützen rufen. Elbische Verbündete. Oder halt das Schwert von Aragorn. Aber das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Da warten wir noch. Aber also elbische Verbündete könnten hier ganz praktisch sein. Gut. Ja, jetzt muss man eigentlich echt warten, weil wenn ich jetzt hier vorstoße, um schon mal ein paar zu erledigen, dann löse ich garantiert irgendwas aus, dass die dann alle kommen. Und das ist dann, glaube ich, nicht so gut. Ah ja, hier ist gleich
ist gleich Rang 2 erreicht, dann kann ich das hier alles kaufen. Das ist gut. Ja, sehr schön. Zack, zack, zack. Dann haben wir das schon mal. Hier können wir auch schon die Feuerpfeile holen dann. Aber damit warten wir auch noch, bis alle fertig sind. 300 Einheiten können wir ja besorgen. Oh, Kommandeurspunkte. Wie war das jetzt eigentlich nochmal? Eine so eine Bogenschützeneinheit mit... Wie viel sind das? 5 Bogenschützen hat 10 Kommandeurspunkte. Die hier haben 20. Okay. Machen wir das jetzt mit den Gondor oder kaufen wir die hier auch noch, die Waldläufer? Oder reichen uns diese Bogenschützen? Wir müssen ja ein bisschen Geld sparen, ne? Deshalb denke ich mal, lassen wir diesmal mal die Waldläufer außen vor und kämpfen mal mit den Gondor-Bogenschützen. Mal sehen, ob die ausreichen. Die sollen ja auch mal ein bisschen was zu tun kriegen. Bogenschützen sind bereit. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Ach so, euch kann ich gar nicht... Ihr seid alles die Einzelnen natürlich. Kann ich gar nicht ausstatten mit irgendwas. Okay. Das kann ich nur mit diesen hier. Ruhig jetzt! Haltet die Augen offen! Seid wachsam, Männer! Kaufen wir doch das schon mal. Ich trage das Banner Gondors. Denn die sollten schon richtig ausgestattet sein, wenn wir da vorrücken. Ansonsten ist es schneller vorbei, als man es sich wünscht. Ich meine, was haben wir hier? Wir haben hier 2, 3, 4 Orkgruben. Und ein Trollgehege, Trollkäfig. Bedeutet, Trolle haben sie wahrscheinlich nicht so viele. Hier sehe ich einen. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil, ich glaube, Rohstoffe dürften die auch nicht so viele haben, weil sie nur ein Schlachthaus hier haben. Ja, ich denke mal, Rohstoffe sollten bei denen auch knapp sein. Das ist ganz gut. Weil, ja, dann haben wir vielleicht auch eine Chance. Und so gut ausgestattet sind die, glaube ich, auch nicht. Die sehen jetzt nicht aus, als wenn sie fette Rüstung tragen würden. Das würde man schon erkennen. Und Feuerpfeile haben sie auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt nur die Masse, die mir ein bisschen Angst macht. Und nicht die Klasse. Und deshalb denke ich mal, wird das schon schneller erledigt sein. Achso, warte mal. Ich könnte eigentlich... Ah, habe ich schon gekauft, kann ich nicht mehr. Na, egal. Weil ich sehe gerade die... Haltet die Augen auf. Ah, nee, Quatsch, das meinte ich gar nicht. Das hier hätte ich gar nicht gebraucht. Weil das kann ich ja bei denen hier nicht ausrüsten. Aber egal. Bogenschützen sind bereit. Ruhig jetzt! Bereit machen, Bogenschützen! Haltet die Augen offen! Ganz schön teuer, die ganzen Sachen. Ich trage das Banner Gondors. Schade, dass man bei denen hier nichts mehr kaufen kann. Bereit machen, Bogenschützen! Sie werden diesen Tag verfluchen. Aber du nimmst jetzt mal deinen Stein. Du musst überleben, das heißt, du solltest irgendwo von weiter hinten angreifen. Bleib zusammen! Gut. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ja, wir bauen erstmal noch weiter. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen die Leute ausgerüstet. Jetzt hatte ich noch eine Idee. Die ist zwar auch wieder ein bisschen nicht so nett. Aber...
Vielleicht hilft ihr uns noch ein paar Soldaten mehr zu besorgen. Ich hatte überlegt, ob man die hier vorschickt. Wie so eine Art Vorhut. Und falls sie es nicht überleben sollten, hätte man wieder Platz für neue Soldaten. Ist nicht nett, ich weiß. Wir haben sie extra gerettet vor der Spinne. Aber immerhin, so könnten sie einen Heldentod sterben und nicht im Bauch einer Spinne landen. Und wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja auch. Und erledigen hier mehr, als man denkt. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Und ich bin ja auch nicht so. Ich heile sie ja auch. Also gut. Andererseits müssen wir hier auf Sam aufpassen. Ich wollte ihn nur ein bisschen als Unterstützung mitnehmen. Ich glaube, es reicht schon wieder. Bogenschützen sind bereit. Weiterschießen, Männer! Ziehen wir jetzt auch mal wieder zurück hier, die Bogenschützen. Bogenschützen sind bereit. Und hier noch ein bisschen was erreichen. Ja, die Soldaten sind leider gestorben, einen heldenvollen Tod. Hier Bogenschützen sind noch übrig, aber hier konnten dafür wieder neue Bogenschützenbataillone ausgerüstet werden, was ja auch nicht so schlecht ist. Ruhig jetzt! Und ja, wahrscheinlich würde ich es jetzt schon schaffen mit den Ausgerüsteten, aber ich würde trotzdem viele Verluste haben, nehme ich mal an. Deshalb warte ich noch ein bisschen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Kaserne wieder abreiße, um hier noch eine Schmiede hinzubauen, um Rohstoffe zu kriegen. Oh, Scheiße. Ich lass dich nicht im Stich. Nee, genau. Darüber! Okay. Ich fürchte, das war's jetzt mit den letzten Bogenschützen. Okay, Soldaten, Feuer! Feuer? Oh ja, gut. Puh. Zurück, du stinkende Bestie! Gut, dass wir den Troll jetzt noch gleich erledigt haben. Sam kann jetzt auch nochmal vielleicht ein Level hochsteigen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Sehen, ob er das hier schafft. An mir kommt keiner vorbei. Irgendwie habe ich das Gefühl, er schafft es nicht so wirklich mit seinen Steinchen. Muss wohl doch Stich ran. Sieht schon besser aus. Aber könnte auch eng werden. Aber ich könnte ihn auch heilen zur Not. Das ist wieder frei. Aber ich glaube, er schafft es. Wäre auch schön, wenn er jetzt auch nochmal ein Level hochkommt irgendwann im Laufe dieser Mission. So, jetzt mal kurz gucken. Oh, die Trolle ist. Er hat schon zwei neue gebaut. Gebaut, das hört sich mir so blöd an. Gezüchtet. Ja, komm du mal zurück, nicht, dass ich dich noch aus den Augen verliere und dann irgendwas Schlimmeres passiert. So, was ist hier los? Warum kriegen wir keine Rohstoffe zusammen? Ah, jetzt haben endlich alle Feuerpfeile. Das ist ja schon mal viel wert. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Rüstung. Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal so. Feuerpfeile haben ja jetzt alle. Die können sie ja nicht wieder verlieren, nehme ich mal an, ne? Bauen wir jetzt hier tatsächlich noch eine Schmiede hin.
Damit das mal ein bisschen schneller geht jetzt mit den Rohstoffen hier. Weil diese Folge zieht sich ganz schön hin, nur weil ich die ausgerüstet haben will. Und das muss ja dann auch nicht sein. Aber ihr könnt euch schon mehr vorne hinstellen, für den Fall, dass jemand kommt. Die Feuerpfeile sind ja fertig. Und die haben wir überhaupt Platz genug, dass ihr alle schießen könnt hier auf diesen engen Gängen und Brücken und Baden. So. Mit drei Schmieden sollte es ja jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen. Gut. Vielleicht könnten wir ein bisschen die ärgern, indem wir jemanden vorschicken. Obwohl, es sollte vielleicht nicht unbedingt Sam sein. Das ist vielleicht ein bisschen unintelligent. Vielleicht jemand, der schon ein bisschen mehr aushält. Der sie da ein bisschen Stück für Stück rauslockt, wenn das überhaupt funktioniert. Mal gucken. Bogenschützen vorrücken! Lass sie fliegen! Gucken, ob ihr die von da irgendwie erreicht. Scheinbar schon. Oh, sehr gut. Die schießen zwar zurück, aber ohne Feuerpfeile. Das heißt, das müssten meine Leute eigentlich aushalten. Mit ihren Rüstungen. Ja, die halten gut was aus jetzt. Ja, jetzt haben wir die erledigt, aber irgendwie habe ich gedacht, jetzt kommt jemand rausgerannt hier. Aber scheinbar nicht. Oha, die Pfeile sind ein bisschen... Okay, das hat nicht den... Nicht den Effekt, den ich wollte. Wer schießt denn da? Schießt das Ding so weit? Wahnsinn. Okay, der Plan ist nach hinten losgegangen. Aber immerhin konnte ich den jetzt noch Bannerträger kaufen, sodass sie sich dann wieder erholen werden. Okay. Ah. Ach so. Weil ich jetzt drei Schmieden habe, sind die Kosten gesenkt worden. Auch von 540 auf 510. Das ist natürlich praktisch. Ah ja. Da steht's ja auch. Wenn ich drei Schmieden habe, 15% reduziert. Hätte ich vorher schon machen können. Dann wäre ich schon ein bisschen weiter. So. Wo ist Sam denn? Da. Den hole ich definitiv erst nach, wenn da schon ein bisschen aufgeräumt ist. Aber ich glaube, wir alle haben keine Lust mehr, noch zu warten. Deshalb gehen wir schon mal vor, um ein bisschen anzufangen. Auch wenn ich hier sehe, dass viele noch keine schwere Rüstung haben, aber sogar sehr viele, das würde noch Ewigkeiten dauern. Vielleicht wäre das hier auch ganz praktisch. Wenn das hier mal alle hätten. Aber das kriegen die auch automatisch, wenn sie ein Level hochsteigen. Ja, was machen wir?
Risikoangriff oder... Weiß gar nicht, ist hier auch irgendwo Frodo zu sehen oder ist der... Ist wahrscheinlich hier drin, ne? Wir haben die Schmiede verbessert. Ja. Gut, die Schmiede wurde gerade verbessert, das heißt, die dürfte jetzt auch schon auf Rang 2 sein. Und macht dementsprechend mehr Rohstoffe. Aber gut. Was soll's? Attacke. Komm schon! Bleibt zusammen, Männer! Zeigen wir es ihnen, Männer! So, genau, macht mal das Ding hier weg. Weil das schießt immer so böse Pfeile auf uns. Das tut weh. Jetzt haben sie auch keine Rohstoffquelle mehr, das heißt, sieht denn doch ganz gut aus für uns. Oh ja, jetzt haben sie die da oben auch entdeckt und aktiviert. Ja, wir sollten sowieso erstmal alle hier reinkommen, weil sonst bringen die gar nichts hier draußen. Sieht doch gut aus. Sam, du kannst mal hierher kommen. Gut, gut, gut. Ja, hier haben wir doch eine super Position. Hier passen alle rein und wenn der Gegner kommt, können wir das direkt erledigen. So wie hier. Sehr schön. Trolle machen mir noch ein bisschen Sorgen, aber denke, sollten wir auch gleich in den Griff kriegen. Erstmal die Orks hier wegmachen. Und dann machen wir jetzt... Ja, okay. Trolle kriegen zum Glück irgendwie noch nichts mit, warum auch immer. Soll uns nur recht sein. Genau, und jetzt direkt den anderen. Ja, sehr schön. Was ist das schon irgendwie? Bogenschützen vorrücken! Sie werden diesen Tag verfluchen. Ja, dann. Weiß nicht, müssen wir hier oben noch irgendwas? Nee. Dann dürfen wir es jetzt gleich haben. Sehr schön. Positionen halten! Ah, das wollte ich gerade noch einmal drücken. Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen. Sam und sein Heer haben es geschafft. Sehr gut. Bonusziele haben wir auch alle erledigt. Ja, jetzt haben ein schönes Heer aufgestellt. Ja, er ist auf Level 7. Hat bisher 48 Gegner erledigt und in dieser Mission allein 34 davon. Also das ist meine Leistung, Sam. Bin stolz auf dich. Sehr gut gemacht. Die Armeen Mordors sind in das Herz Gondors vorgestoßen. Sauron richtet sein Auge auf die Weiße Stadt. Wenn sie fällt, ist ganz Mittelerde verloren. Oha. Als nächstes kommt also Minas Tirith. Was man gerade gesehen hat, ist, dass von hier oben die Armee Rohans kam. Die ja zur Hilfe eilen.
Hier stehen schon die Wahnsinnsarmeen mit 2500 Orks und 100 Trollen und noch mehr. Und von hier kamen die Haradrim mit den Olifanten. Die erwarten uns gleich alle im Kampf um Minas Tirith. Oder was heißt gleich, beim nächsten Mal. Frodo, Sam ist hier noch alleine. Da weiß ich nicht genau, wie das jetzt weitergeht. Das habe ich nicht mehr im Kopf, wo er da Frodo wiederfindet. Wie wir das sehen, meine ich. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal verteidigen wir Minas Tirith gegen die Riesenübermacht aus Mordor. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, genauso wie ich. Dann bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, abonnieren oder die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr es sofort mit, sobald wir das gestartet haben. Also, bis dann. Ciao.